Deutschland in der Energiekrise. Ein Land steht am Abgrund. Das Gas ist knapp. Doch, Gott sei Dank, am Horizont erscheint ein Licht der Hoffnung. Die Höhe Esperanza, Deutschlands erstes schwimmendes Flüssiggasterminal. Und genau dieses Terminal werden wir gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnen. Moin, schön hier im Norden. Doch eins nach dem anderen. Der Abend zuvor. Behaglichkeit im Scheine wohlverteilter Lampen und dazu ein wohltuender Tee. Die Energieversorgung ist endgültig gesichert. Selbst die Wissenschaft vor Ort ist begeistert. Frau Dr. Kempfert, endlich haben wir in Wilhelmshaven das erste LNG-Terminal. Endlich sind alle Probleme gelöst. Sind Sie auch so happy wie der Bundeskanzler? Nein, ich bin überhaupt nicht happy. Es ist tatsächlich so, dass hier jetzt das dreckigste Flüssiggas-Schiff anlandet, welches man weltweit kennt. Ach echt, da haben wir jetzt ja einen Superlativ, ja. Den wir da... Deutschland hat es wieder geschafft. Ja, wieder top. Geschafft. Ja, offensichtlich ist das das Rammschiff, was da weltweit unterwegs ist, was keiner haben will, weil es so umweltschädlich ist. Und das kommt jetzt hier an. Ist tatsächlich hochproblematisch, weil da Biozide und Chlor ins Wasser eingeflossen werden. Das ist ein hochproblematischer Stoff, gerade für das Wattenmeer hier. Wir befinden uns hier im Naturerbe Wattenmeer und deswegen ist das problematisch. Ja gut, Weltkulturerbe Wattenmeer. Brauchen wir das denn wirklich? Also wir brauchen das Welterbe natürlich Wattenmeer. Das ist ja total so wichtig, dass wir einen Naturschutz haben. So schön. Dieser Matsch, letztendlich ist es Matsch. Ansichtssache. Matsch und ein bisschen... Ja, jetzt ist es halt Matsch mit Chlor. Ja, also, genau. Ja, aber das ist ja nicht das, was wir wirklich wollen. Das Naturerbe Wattenmeer, das ist schon schön. Also das sollten wir auch erhalten. Kennen Sie das? Sie sitzen frierend und energiesparend auf der Couch und plötzlich schießt Ihnen aus heiterem Himmel eine Frage durch den Kopf. Sag mal, wie könnte das eigentlich passieren, dass unser Gas vor dem Ukraine-Krieg zu 55% aus Russland kam? Tja, wie jede schlechte Kriminalgeschichte beginnt auch diese mit einem schmierigen Geschäftsmann aus Hannover. Schröders Regierung setzte 2002 die Fusion von E.ON und Ruhrgas durch, obwohl das Bundeskartellamt damals vor einer zu großen Abhängigkeit von russischem Gas warnt. Ich erlaube mir an dieser Stelle ein kleines LOL, denn die Spätfolge dieser Mega-Fusion von damals ist... Uniper, Deutschlands größter und wichtigster Gasversorger. Uniper kennen Sie daher, weil Sie die gerade mit schätzungsweise über 30 Milliarden Steuergeld retten. Nee, ich hab's mir anders überlegt. Ich will die Geschichte doch nicht mehr hören. Dann zeige ich euch stattdessen, wie Putin mit Champagner anstößt. Aber warum stößt er an? Weil er schon 2006 Gaslieferungen als Druckmittel gegen andere Länder benutzt hat und es uns egal war? Oder weil er 2014 die Krim annektiert hat und wir kurz danach Nord Stream 2 beschließen? Oder weil wir 2015 den größten deutschen Gasspeicher an Gazprom verkauft haben? Hatten wir denn alle einen Vogel? Ja, mehrere. Es ist soweit, das Terminal wird eröffnet. Über 10.000 Journalisten haben sich angekündigt. Deshalb kann leider nur einer von uns mit an Bord. Der andere von uns muss hinschwimmen. Nee, da gehe ich nicht rein. Ich gehe aufs Schiff. Aber es kann nur einer von uns aufs Schiff. Ja, ich. Und ich habe die Chlorallergie. Du hast mir ein Foto aus dem Urlaub geschickt. Du hast keine Chlorallergie. Die hat sich dann nachentwickelt. Ich habe eine Chlorallergie, ich muss aufs Schiff und du kannst hinschwimmen. Schnick, schnack, schnuck. Ja, habe ich gewonnen, naja. Wie, nur eine Runde? Da spielt man noch drei Runden. 7.17 Uhr, minus 4 Grad. Ich werde das Abenteuer wagen. Auch einige Anwohner sind gekommen. Sie wollen noch ein letztes Mal in ihrer Nordsee schwimmen, bevor sie mit Chlor vollgepumpt wird. Ich bin Einwohner von Hovsiel, direkt betroffen durch den Einsatz dieses Schiffes Esperanza. Und wir sind überhaupt nicht damit einverstanden, dass man jedes Jahr jetzt 180 Milliarden Liter mit Hypochlorid und Bromoform verseuchtem Wasser wieder in die Jade lässt. Klar, wenn wir jetzt einen grünen Wirtschaftsminister hätten, ne, dann wäre es verhindert worden. Aber so kann man nichts machen. Ne? Nee. Wir hatten ja einen grünen Umweltminister, der das alles angeschoben hat. Der war ja noch Umweltminister. Ne? Und der neue ist ja im Tal der Ahnungslosen. Also wir sehen uns dann auf dem Schiff, ne? Ich muss jetzt auch los, weil da gibt's auch Schnittchen. Und toi, toi, toi. Ich komm dann, ne? Ich geb mir Mühe. Super. Ja, was ist denn los rein, hier, du Weichei? Können wir jetzt mal nicht starten? Wie jetzt schon rein, oder was? Ja, komm. Nein, ich will jetzt mal auflärmen. Nein, nicht da. Das Wasser läuft ab. Komm. Das Wasser läuft. Schon angenehm, jetzt hier in diesem warmen Bus zu sein. Und mit den Gedanken bin ich natürlich bei meinem guten Freund Lutz, der gerade mit den Wellen kämpft.
Ich muss zum Schiff raus, Leute! Ich muss zum Schiff raus, wir sehen uns! Und jetzt, liebe Zuschauer zu Hause, können Sie einfach mal selber raten. Was meinen Sie, was ist schwerer? So ein riesiges Terminal in einem halben Jahr in den Meeresboden zu stampfen oder ein Windrad zu bauen, für das wir aktuell 6 Jahre brauchen? Ist schwierig. Fabian! 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 Einmal an Bord wollte man mich partout nicht mit den großen politischen Entscheidern ins Gespräch bringen, weil sie zu Recht befürchteten, dass ich meinen Senf dazugebe. Doch ich habe da so Techniken entwickelt. Zum Beispiel uninteressiert gucken und dann blitzschnell zuschlagen. Dass Habeck und Scholz hier sind, verstehe ich ja. Was ist mit Ihnen? Haben Sie sich auf dem Weg nach Sylt verfahren? Sie müssen noch nachlegen. Noch mehr nachlegen? Ja, muss noch ein besserer kommen. Gut, lege ich halt noch einen nach. Aber dann wenigstens bei jemand Wichtigem. Herr Scholz, schön, Sie zu sehen. Herzlichen Glückwunsch erstmal, dass es so schnell ging. Moin. Schön hier im Norden. Es ist ja schon absurd, dass das jetzt hier in einem halben Jahr alles geklappt hat. Und es dauert bei Windrädern 6 Jahre, um eins aufzustellen. Ich meine, das ist 2 Jahre länger als Ihre gesamte Kanzlerschaft. Ich glaube, da irren Sie sich, was die Länge der Kanzlerschaft betrifft und auch was die Dauer der Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen betrifft, für die Zukunft auch. Denn wir haben uns das ja hier zum Vorbild genommen, mit Deutschlandgeschwindigkeit die Dinge voranzubringen und haben schon jetzt viele Gesetze gemacht, damit es bei den Windkraftanlagen besser geht und haben noch ziemlich viele weitere in der Pipeline. Ja. Brauchen wir denn, um die Energiewende jetzt doch noch schnell voranzubringen, einen energischen, charismatischen Macher? Ich finde, wir haben einen energischen Macher. Robert Habeck. Mit Charisma. Und das läuft hier ganz gut unter der von mir geführten Regierung. Wo ist denn Robert Habeck? Der ist hier. Den Ach, der ist Sie gleich hier. Noch finden. Und der sehr gut. Wird Ihnen auch ein paar nette Worte sagen. Sie mussten sich ja vor dem Emir verbeugen, Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen, Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Und jetzt werden hier für ein Gasterminal Millionen Liter an Chlor ins Meer geleitet. Ich meine Frage ist einfach nur, wollen Sie ein Taschentuch haben? Sie werden es doch brauchen, oder? Es ist ein netter Versuch, aber haben Sie die Alternative überlegt? Man hätte das Schiff doch auch umrüsten können. Zu was? Es gibt doch auch mechanische Verfahren, um dieses Gas umzuwandeln. Wir mussten ja im Winter, jetzt ernsthaft, ich weiß, es ist eine Comedy-Show, aber es ist gar nicht lustig, wir mussten im Winter die Versorgungssicherheit hinbekommen. Werden wir es denn auch irgendwann mal schaffen, dass auch Windräder so schnell gebaut werden können? Das wäre das Projekt, ja. Dann toi, toi, toi. Danke. Ist es denn überhaupt eine richtige Eröffnung eines Gasterminals, wenn Gerd Schröder nicht dabei ist? Das finde ich eine lustige Frage, aber der hat sich ja mehr um Pipeline gekümmert und nicht um Terminals für Flüssiggas. Fabian! Wo ist das Schiff? Ich hab's nicht gefunden, Leute. Ich hab das Schiff. Ich hab alles gegeben. Ich hab das Scheißschiff nicht gefunden. Ich spüre meinen Körper nicht mehr. Fortsetzung folgt. Fabian? Lutz? Ich bin hier. Hier. Folgt meiner Stimme. Ah, ich hab dich. Jetzt übertreiben die das aber mit dem Energiesparen, oder? Sogar in der Endcard. Ja. Klickt hier, wenn ihr abonnieren wollt. Oder hier für weitere Videos. Wo geht's denn jetzt hier raus? Ich glaube da lang. Ah, mein Fuß! Entschuldigung.